bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte. Der Mann, auf den ich warte. Wie geht's weiter? Ein bisschen Geist, ein bisschen Mut. An meiner Seite, das wäre gut. Schön. So viel Überleitung zu einem Gast haben wir noch nie gemacht. Wir haben seinen Namen gesungen, wir haben mit französischem Akzent gesungen. Richtig krass, wie so richtige Moderatoren. Bonaparte! Yeah! Hi! Hallo! Casey? Lulu ist stecken geblieben. Hallo! Ey, wir haben heute auf YouTube deinen Namen eingegeben. Dann und haben nicht kam nur so ein Franzose kam dann. Wir haben nicht nur Sachen von dir gefunden, sondern eben so einen witzigen Oldschool-Schlager. Ja, von Franz Kall. Goethe, ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte. Bonaparte? Ja. Das kann ich nicht. Kann ich nicht von dir vorher. Ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte. Und wenn ich warte, ja. Das ist aber witzig. Kann ich nicht vorher. Habe ich auch geschrieben. Kann ich nicht. Ja, aber deshalb habe ich nie eine Biografie geschrieben, weil das wird alles schon gesagt in dem Lied. Das ist Bonaparte. Und er hat, wie so oft, eine kleine Meute unfassbar talentierter Musiker mitgebracht. Dan, Jason und Walter. Und dann ist da noch Cebo. Der macht aber heute weder Musik, noch ist er so richtig in der Box. Und wer sich jetzt fragt, ja, aber warum? Der hat die Essenz der heutigen Episode schon zusammengefasst. Denn Bonaparte beantwortet keine Fragen. Er wirft sie auf. Er gibt nicht wieder, er kreiert. Und ist dabei immer ein musikalischer Geschichtenerzähler. Mal erzählt er von der Eskalation, vom Zirkusspektakel, von der Lust, mal vom Leiden. Mal politisch, mal poetisch. Selten erzählt er von Antworten. Fast so, als würden sie ihn langweilen, weil sie das Ergebnis sind und nicht die Idee. Da sind wir. Ja. Es war schön hier. Ihr seid da. Danke, dass ihr da gewesen ja, seid. Ja, wir gehen dann jetzt wieder. Ja. Ich würde sagen, wir machen sofort Musik. Ja, los geht's. Ja. Nicht labern. I lay awake in bed. I don't know how I got here. There's knocking on the door. It's like 1, 2, 3, 4. Quite a bloody mess in here, and no one feels responsible. The fragmentation of ourselves, nah, don't be so sensible. You know they build on sand, but they call it an empire. So much for cleaning up now, the middle class is fading. Those friends in higher places, the deceptive clowns parading. The cocaine cowboys and a Wall Street empire. Staring at the ceiling. In times like these, they don't care about how we're feeling. And I say, white noise, white noise. Come allow me into my sleep. White noise, beautiful white noise. Left to talk to, and no one wants to listen. How can we right or wrong when all they do is reminiscing? Free speech echoes, echoes from the wall. I lean back in my camp chair, waiting until they fall.
Yes! Der lauteste Applaus, den es gibt im Bongo Boulevard. Eine Person dreht am Rad. Ich kann mit dem eisernen Willen hierher nicht zu jammen. Das ist super, Bongo Boulevard. Ist gut, oder? Ja. Nee, ich habe eine Aversion gegen Jam-Sessions. Warum? Was findest du scheiße? Ja, ich weiß nicht. Ich finde die Songs von anderen Menschen, keine Ahnung, sind ja die Songs von anderen Menschen. Ich bin da relativ gut erzogen. Also ich mache nicht mit Songs von anderen Beischlaf, genau. Ja, jetzt habe ich es platziert. Wir haben vorher nämlich Beischlaf, über Beischlaf gesprochen, über das Wort Beischlaf. So basically just teaching languages, you know, bilingual, trilingual, yeah. Wem hast du Beischlaf beigebracht? What means Beischlaf in Dutch? Ich habe es ihm beigebracht. Ihr sprecht nicht drüber, ne? Da wird nicht lange um den heißen Brei geredet. Nicht drumherum gebeischlaft. Das ist ganz schön altmodisch, ne? Ich glaube, auf Englisch gibt es auch, aber es ist sehr altmodisch. Beischlaf und unterschiedliche Sprachen. Ja, das ist eine super Überleitung. Ja, das ist wirklich, also sehr gut. Und bam, sind wir bei Fuck Your Exit. Yeah! So was hat die Welt noch nicht gesehen. Ha! Okay. Voice in the speaker saying something like and I at you my heart self's getting weaker. I mean I haven't even met you. I can trace you back for 200 years. Your family tree reaching across the salty seas. Come keep your vows, misquoted quotes. Now let your syllables slip down my throat. I mean, I just wanna fuck you accent, fuck your accent. Don't wanna fuck your accent. Don't understand half the words you say. I love just how you say it anyway. I wanna fuck your accent. Some people do it in a tent, some do it just to pay the rent. Politely fornicate your cans, recite a letter of intent. Consonant clusters, your sudden drawl. You drag your dialect across the hall. I'm all up in your twangs, deep inside of your slack. I know it's not too late, accents shall procreate. I just wanna fuck you with accent. Fuck your accent, I wanna fuck your accent. It's like I'm stuck in the middle, you see. Every word is like a riddle to me. I wanna fuck your accent. Fuck your accent. Fuck your accent. Hey, take it away, Walter! Oh! Hey! Böse. Ja, heute ist es wirklich sehr warm. Sie dürfen sich ausziehen. Danke. So, zur Belohnung gibt es Geschenke. Du kriegst das Größte von allen. Nee, das schenke ich weiter. Mach's erst auf. Okay. Decide afterwards. ist immer gut, nachher zu entscheiden. Na, keine Ahnung. Das sind die spoilerhaftesten Geschenke, die wir jemals hatten. Das ist für mich, ich würde sagen, das ist eine Blume oder... Oder etwas ganz eine Quica. Ein brasilianisches. Da ist sie. Ah. Ach, da ist ja die. Ja, da ist die Quica. Wow. Ein Fruchtbarkeitssymbol. Zum Beispiel. Ist aber echt schön. Uns wurde gesagt, dass du Glocken sammelst. Ja. Aber vielleicht ist das eine Lüge. Ja, es ist alles eine Lüge. Ich mag Lügen. Wie sage ich doch in Fuck Your Accent? Du darfst gerne mich belügen. Ich mag das. Echt schön, wirklich schön. Es ist wirklich, also es aber ist wirklich ein Geschenk. Aber sammelst du Glocken oder sammelst du keine Glocken? Nee, natürlich. Also natürlich größere so. Aber es ist auch schön, was sind. Thank you.
Who am I? And if yes, how many? What is the answer? Or if there isn't any? Is it one or two? And when does now begin? How long is temporary? And is standing here is sin? If nothing lasts forever, say, can I be nothing? And if ever ends, will we dance the pain away? Is there all there is, or is there more to it? And if I can touch it, then whose space is it? If the answer is one, I know what one to two. How can you tell you're not me and I'm not you? I mean, really, if I was you and you were me, do you think things would be the way that they are? Let's say, if I was a woman and you were a man, you would do things that I don't understand. You say, boo, 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 I think la, la, la. Maybe boo would mean the ya or just a blah, blah, blah. Anyway, there's nothing wrong with that, it's just the way it goes. Ain't nothing wrong with that, it's just the way it goes. I'm a safer in first class, I'm ready to kill. If I look at you long enough, would time stand still? Kannst du das mal einen Song lang auf dem Kopf haben, bitte? Wie geil ist bitte? Das ist voll wie so eine Model-Walk-Übung. Ist auch nicht leicht, ne? Ja, jetzt kann ich mitmachen bei Germany's Next Topmodel. Das gibt's noch, oder? Schön. Gibt's leider noch, ja. Ja, leider. Ich habe nämlich letztens einen Ausschnitt geschickt bekommen. Die haben Melody X verwendet in einem Fotoshoot bei Germany's Next. Und da haben so zwei, lastiv so zwei Models, ein Mann und eine Frau, irgendwie zusammen rumgemacht auf einem Pickup-Truck und das hat voll nicht gepasst. Es war voll absurd.
Ja, aber jetzt kann ich da mitmachen. Das war eigentlich meine Idee jetzt so. Hey, wir machen einfach unsere eigene Sendung. Unsere eigene Germany's Next Topmodel? Germany's nee, du musst, Next nicht, du musst anders heißen. Ja. Germany's Last... Last Model, ja. Germany's Last Ugly Face. Oh, ach so. Also der hässliche vom letzten Jahr, nicht der hässliche, nicht der hässliche von dem Jahr, sondern der hässliche vom letzten Jahr. Und er darf den suchen wir dann? Deutschlands. Und er darf nicht aus Deutschland. Deutschland darf auch nicht aus Deutschland kommen. Ja, genau, also ja, es ist richtig hart, da reinzukommen auch. Deutschlands also, letzte ja. Scheiße. Wir suchen das letzte. Man muss also wirklich vom letzten Jahr wirklich der. Ja, ja, das ist wirklich, das ist richtig hart. Nee, das wird super. Ja. Genau. Ja, richtig toll. Ja. Wir brauchen nur gut. Noch so ein tolles Titel-Melodie-Lied. Ja, Melodie X ist ja das. Haben wir, ist ja, Melodie X. Ist ja schon. Nee. Kannst du mit deutschem Akzent Englisch singen? Kennst du Melodie X? ja, was das ist. Oh, das ist so schön. Ach ja, genau. Yeah. How many swipes for blow fade? Ja, kannst du das mit deutschem Akzent singen? Gerne. Das war nicht dabei. Ach, schade. He keeps the lights, lights on. He keeps the lights, lights on. And then the cops come and knock on your door. Polizei aufmachen! Bin ich Polizei! 1, 2, 1, 2! Aber wird schon Erfolg, glaube ich. Nee, ich finde, das ist ein richtig, richtig, richtig schöner Song. Du möchtest Melodie X jetzt haben? Ja, jetzt bin ich halt. Now you look for love in the times of hate. How many swipes for a blow of fate? You keep a light on, you keep the light on, you keep the night light on. And every day is just the same old song, until everything right goes wrong. You keep a light on, you keep the light on, you keep the night light on. Hold your broken dream high. Oh, you know you try. Oh, you know you try. It's the worst case scenario lullaby. Yeah. Something's gotta change. Something's gotta change. Something's gotta change. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on to something good. Yeah. To sleep, my dear. You know this whole mess is born from fear. You keep a light on, you keep the light on, you keep the light on. Das war für dich, Marie. Danke, das ist sehr, sehr, sehr schön. Walter, you should say something. Man, yeah. You're from say Holland. Something. You're from Holland, what about some Swedish songs like Ace of Base? Wow, geil. Was? Jetzt erwarten alle AC/DC. Ja. Yeah. AC/DC, jetzt erwarten was? Ja, jetzt machst du mal bitte ein Ace of Base-Lied in der AC/DC-Version für Gott, Marie, yeah. Weil sie das... ACDC? Man wollte. Muss die freudschen Versprecher ernst ja, nehmen okay, im Leben. Ja, let's do it. Bitte. Okay, ich, ja. Warte mal, ich muss mal ganz kurz... Erstmal brauchen wir einen ACDC-Beat, der geht immer... Oder so ähnlich. Und dann geht das folgendermaßen... Okay, Justin Bieber, Justin Bieber. Okay, nicht schlecht. All that she wants is another baby. Yeah, yeah. Ooh.
Also wenn ich es gewusst hätte, hätte ich einen Ventilator mitgenommen. African Conditions. Aber du hörst auch gerade ganz viel afrikanische Musik. Hab ich, ja. Hast du auch irgendwo gesagt? Ich auch gelogen. Was wahrscheinlich auch wieder nur gelogen. Ich habe nur afrikanische Hosen. Ja, genau. Ich höre total viel gerade so. Aber das ist nicht sehr pauschalisierend zu sagen, Afrika. Ja, ich habe es nicht gesagt, du hast das gesagt. Sagen, wir sind eine Band aus Europa. Genau. Ich kratze da hier nur an der Oberfläche, aber genau, interessiert mich gerade sehr. Ich nehme es wieder weg. Na, schade. Oh. Dann wollte ich ja, nee, das stimmt. Ich könnte nur nicht sagen, was das für Rhythmen sind oder so. Und warum? Weil ich es nicht verstehe. Nein, nicht, warum du es nicht sagen kannst, warum du das hörst. Weil es total Spaß macht. Ja. Also, weil so was wagt, so wie diese Hose. Ich finde das halt voll, also weil ich es auch nicht verstehe, ehrlich gesagt. So. Es macht totalen Spaß, es ist total... Und es ist halt Tanzmusik, aber es ist halt nicht... Ja. Es ist halt nicht so, ihr müsst tanzen, tanzt jetzt! Yeah. Es ist halt nicht so. Ja. Es ist halt eher so... Beischlaf. Es ist halt einfach, es ist wirklich... Ja. Aber es ist währenddessen auch oft total politisch. Also das finde ich total spannend, ja, ich verstehe weil halt Tanzmusik nicht. Ist ja oft nicht so politisch. Ich verstehe nicht, um was es geht. Alle tanzen, es ist ein bisschen politisch und keiner versteht, worum es geht. Genau, ja. Wie Bonaparte. Ja. Oh, wow, really? Okay. I walked out of my house today and I was feeling fine, but I was kind of in a rush. Not on time, cause I had to brush more hairs than usual. Going down more stairs than usual. Outside more stairs than usual. A coffee shop, they prepared the usual. But it tasted so unusual. I walked out of my house today and I was feeling great, but I was kind of in a mental state of running late, cause I had to brush more teeth than usual. Outside more heat than usual. Sidewalk more feet than usual. And she passed me, I was suitable. I passed her, she was beautiful. So I said, hey, hey, where you think you're going with that look in your eye? Hey, hey, I come over here, baby, so I can tell you why. We are on collision courses. Hey, hey, hold on, wait a minute. Don't you know hate is for horses? Hey, hey, more hairs than usual. Hey, hey, more stairs than usual. Well, I am suitable. Are you too beautiful? Hey, hey. Where do you think you're going with that look in your eye? Hey, hey. Are you too beautiful? Where do you think you're going with that look in your eye? Hey, hey. Hold on. Wait a minute. Don't you know hay is for horses? Ja, ihr seid auch verrückt, dass hier morgens um 9 Musiker irgendwie bestellen. Da kann noch gar keiner gerade spielen. Da ist ja nur noch das Morgenmagazin schlimmer. Warst du schon mal beim Morgenmagazin? Ja, natürlich. Echt? Ja, direkt, ja, genau, direkt vom Gig. Das war schon ein schöner Clash auch. Ja, wir auf dem Hauseweg und das Volk beim Frühstück. Das Geile ist, man weiß nie, was stimmt. Das vielleicht stimmt auch einfach gar nichts. Ja, ja, vielleicht sitzen wir hier gerade zur Zeit und alles stimmt. War nur ein Witz. Ey, ich bring dir jetzt noch was, damit du Spaß hast. Bring was anderes zum Spiel. Oh. Jetzt habe ich all diese Jahre geübt und dachte, es ist für nichts. Und jetzt habe ich die Chance zu zeigen, was ich kann. Kannst du das spielen? Butter. Wow. Ich bin das ist ja wunderschön, in Indien, gell? Ich bin krass, ja, sieht aus. Als Indien noch eine Kolonie war, bin ich ja da aufgewachsen. Das muss ich jeden Nachmittag muss ich üben. 4 Stunden, Sittag. Und jetzt wirst du überführt, dass du ein Geschichtenerzähler nämlich bist. Ich weiß nicht, warum man sie hält. Die Sache war die Zitar lag hier versteckt. Sehr gut versteckt im Studio. Aber Tobi hat sie gesehen vorhin und meinte, ich will sie unbedingt haben. Ich sag, die ist wahrscheinlich noch nicht mal gestimmt. Aber er hat gesagt, es ist mir egal, ich will sie spielen. Alleine diese eine Note. Ja. Meine Freunde, hello. Just
take a second. Alle zu Hause, was immer ihr gerade tut, hört auf, das zu tun. Legt es nieder. Ja? Da will man gleich heiraten, oder? This is so amazing! Ja, tunen müssen wir es, aber ey, ist wunderschön, wow. Aber versuch's doch. Du musst das auch zwischen diese Wundstäbchen dann. Ja, guck mal, wenn du, ich hab mal gesehen, wie das einer gespielt hat. Da. Ah, oh nein, nicht so schlimm, nein. Nee, das musst du nämlich machen mit diesen. Du musst zwischen den Wundstäbchen so runterdrücken. Whammy Bar. Na, die Geschichte hat gezeigt, Mama, es ist ganz gut, naiv an die Sachen heranzugehen und nicht zu wissen, wie man etwas spielt. I've made one mistake in my life. I should have burned Berlin down. But the drop was slowly wearing off. Wahrscheinlich, also ich möchte es nicht weitermachen, weil ich habe tatsächlich vor, noch in meinem Leben einmal eine Indienreise zu machen. Und ich habe ein bisschen Angst, dass falls diese Sendung auch, weißt du, im indischen Staatsfernsehen ausgestrahlt würde, dass ich gleich so auf eine schwarze Liste komme, der Menschen, die nie ein Visum kriegen, um einzureisen. Aber ich fand, das war schon sehr pädagogisch wertvoll. Man muss nicht immer wissen, wie es geht, man kann es trotzdem machen und so. Ist nicht so wichtig, dass ich weiß, wie es wirklich funktioniert, aber jetzt müsste ich die 8 Stunden am Tag üben, die nächsten 3 Jahre, und dann wieder herkommen. Aber du spielst ja auch relativ viele Instrumente und hast es dir genauso beigebracht, oder nicht? Ich bin tatsächlich ein One-Trick-Pony. Ich kann nur im Studio alles spielen, aber so, deshalb jam ich auch nicht so gern. Mich interessiert seit gefühlt 30 Jahren nur die Idee. Das fährt sich natürlich ein bisschen nicht so vorteilhaft ab auf die Virtuosität. So. Da gibt es andere Musiker, die verbringen jeden Tag mit ihrem Instrument und so, und die können dann natürlich wirklich halt auch die Nuancen ausschöpfen, so mit einem anderen. Das heißt quasi sozusagen, du hast eine Idee auch für einen Song und dann geht es dir mehr darum, den einzufangen, als dann darum, das perfekt wiedergeben zu können. Dann überlege ich, was macht der Bass, was macht die Sitar, was macht die Gitarre, whatever, bla bla, programmieren, machen, genau. Und wenn ich nicht spielen kann, dann rufe ich jemand anderen an, also da ist auch kein falscher Stolz. Ich finde das aber ganz schön, weil ich glaube nämlich, dass so viele Leute zum Üben gezwungen werden, von was, worum es ihnen vielleicht gar nicht geht. Du kriegst halt nicht alles auf dem Silbertablett präsentiert. Ich meine, einer, der jeden Tag 8 Stunden Oboe spielt, der kann halt dann nicht auf Ableton irgendwie den krassen Trap-Beat machen, und andersrum kann der Trap-Typ dann auch nicht Oboe spielen. Ja, und es ist echt beides berechtigt. Also ich glaube auch, dass so, ich denke, wir sind eher so fast eine Oldschool-Generation. Wir sind zwar sehr aufgeschlossen alle, also sehr im Jetzt so, aber ich glaube auch, wir müssen uns warm anziehen. Also ich glaube ganz ehrlich, da kommt eine Generation, die auf eine ganz andere Art Musik machen. So, ja, glaube ich auch. Die nicht irgendwie, so Musikunterricht, nee. Die YouTube-Tutorials, Austausch, Community, Sharing und so. Und das zum Teil krasse Sachen, wo ich auch so dreimal hinhören muss. Fuck, wie haben die das gemacht? So. Das ist schon auch spannend. Also, und das ist am Ende das Gleiche, wie ich nehme die Sitar. Ich habe keine Ahnung, aber ich finde jetzt raus, wie ich die spiele. Das ist eigentlich das Gleiche mit dem Laptop. So. Ausprobieren, finde ich hier total wichtig. So entstehen ja auch viele spannende Hits. Sind immer dadurch entstanden, dass jemand einen Fehler gemacht hat oder nicht wusste, wie das Programm funktioniert. Die Quintessenz ist, es gibt keine Antwort auf die Frage. Aber machen ist eine gute Quintessenz immer. Die einzige Antwort ist machen. Wow, jetzt können wir nochmal springen zum Abschied. Too much.
Well, you know James Choice. Well, I like your voice. Well, you know Bongo Boulevard. Well, I like. And then you. No, Cherry, chill. Well, you know Kill Bill. Well, you know Tolstoy. Well, I know Play. Boy, well, you know politics, well, I know party chicks. You know Wall Street, I just wanna meet. You know common law, I ask my ma. You know Sanskrit, come on and say it. You know economy, well, I believe in what I see. You know Sophie Scholl, I love rock and roll. You know algebra, but you don't wear no bra. Do you speak a Japanese, You know too much, too much, too much, too much, too much. Much too much, too much, too much, too much. Much too much, too much, too much, too much, too much. Much, you know, too much, too much, too much, too much, too much. Much too much, too much, too much, too much. Much too much, 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 too much. You know that would be much too much, too much, too much, too much. Was? Too much, too much, too much, too much. Was ist dein Einsatz, Marie? Jetzt machst du bitte einen kleinen Tanz für uns. Sehr schön. Ja, also auf der... It's a banana, I really just wanna wanna. It's a banana, I really just wanna wanna. It's a banana, I really just wanna wanna. It's a banana, but it's true. It's a banana, I really just wanna wanna. It's a banana, I really just wanna wanna. It's a banana, I really just wanna wanna. Too much, much too much, too much, too much, too much, much too much, too much, too much, too much, too much, much, you know, too much, 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 too much,